Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Master League und damit herzlich willkommen, ihr glaubt's kaum, zu einer neuen Trainerkarriere. Jawohl, eine neue Trainerkarriere wird beginnen. Ihr habt es euch schon länger her gewünscht. Und zwar bei der anderen, also ich mache eine Trainerkarriere, eine FIFA 18 Trainerkarriere mit Hansa Rostock mache ich ja. Und da habt ihr es euch öfter mal gewünscht, dass ich mal so ein Team nehmen soll, das einfach ein bisschen besser ist. Und ich habe mir dann gedacht, okay, komm, warum nicht? Wir machen einfach eine Trainerkarriere mit FC Bayern, aber nicht bei FIFA, sondern, ihr habt es richtig im Titel gesehen, beziehungsweise im Thumbnail, wir spielen PES. Wir machen eine PES-Karriere und wir nennen uns hier einfach mal, komm, wir nennen uns Mike Let's Play, das ist, alles andere wäre doof. Ich dachte jetzt einfach so, ne, aber wir nennen uns Mike Let's Play. Mike, let's play. So, zap, 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 zap. Ich hab mega Bock auf eine PES-Karriere. Deswegen, komm, dachte ich, das machen wir. Wird bestimmt cool. Wird bestimmt cool und ich glaube auch, dass es nice wird. Und die andere Karriere wird natürlich einfach weiterlaufen. Aber diese hier kommt eben ja noch zusätzlich dazu. Ich würde sagen, ich erstelle mir jetzt hier einen wunderbaren Trainer. Und wir sehen uns gleich. So, meine lieben Freunde, wir haben uns den Trainer erstellt, beziehungsweise ich habe den Trainer erstellt. Bitte wählen Sie Ihre Startaufstellung für die Meisterliga. Dann nehmen wir einfach Aufstellung der Vereinsmannschaft, weil, ne, das ist also. Jetzt sollen wir uns den Verein wählen. Da gehen wir natürlich in die Bundesliga und wie schon angekündigt, zu dem FC Bayern München. Wer es noch nicht wusste, aber ich denke, das weiß eigentlich meine Community. Ich bin Bayern-Fan und deswegen, weil ihr gesagt habt, mal mit einer besseren Mannschaft quasi, so ein bisschen realistischer, was auch immer, deswegen machen wir das dann einfach mal bei PES mit dem FC Bayern München. Hört sich doch gut an, Leute, oder? So, jetzt mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Aber wir lassen uns überraschen, wie die Trainerkarriere hier so ist. Oha. Nice. Das sieht echt cool aus schon mal. August 2017. Sie sind Bayern München als Trainer beigetreten. Wow. Das sieht schon ganz cool aus. Das sieht schon fresh aus. Ich möchte Ihnen als Erster gratulieren, dass Sie das Ruder bei Bayern München übernommen haben. Ich bin der Vereinssekretär. Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das Vereinspersonal wird dafür sorgen, dass Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen, um den Club zu führen. Der Transferzeitraum läuft gerade. Ihnen bleibt also ein Monat, um Ihr Team auf die kommende Saison vorzubereiten. Das sollte uns doch hoffentlich reichen. Der Hauptspielplan für August. DFL Supercup Bundesliga. Also 8. August ungefähr DFL Supercup, 15. Bundesliga, 21. Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders, 22. Bundesliga, 2. Spieltag, UEFAs bester Spieler in Europa am 27. Und am 31. wird das Transferfenster geschlossen. Okay, interessant. Sie werden Bayern München lieben. Ich habe ein gutes Gefühl, sie werden Wunder vollbringen. Ist das Uli Hoeneß da rechts? Ist das der? Geil. Wir sollten jedes Jahr um Trophäen mitspielen, ob Ligapokal oder UEFA Champions League. Suchen Sie sich etwas aus. Und viel Glück. Na, ich würde natürlich am liebsten gleich alles mitnehmen. Das Transferfenster ist offen. Sie erhalten schon Angebote von anderen Teams. Bitte versuchen Sie möglichst bald darauf zu reagieren. Wählen Sie dazu Team Management Verhandlung aus dem Menü. Wenn Sie auf ein Angebot reagiert haben, wählen Sie die Option Zeit vorstellen. Also hier kann man Zeit vorstellen wählen. Hier rechts sind nochmal wir zu sehen.
Wir sind beim FC Bayern München angekommen. Meine Teaminfo, was kann man hier? Teamstatus, kann man nochmal was nachgucken. Bla bla bla, das muss ich mir jetzt nicht durchlesen, habe jetzt keine Lust drauf. Also Leute, ganz, ganz wichtig, wer sich mit PES auskennt, wer jetzt sagt, hey, ich kenne mich mit PES super gut aus, was auch immer, schreibt mir bitte ganz, ganz viele Tipps in die Kommentare, was man hier machen kann, wie man es am besten macht, bla bla bla, denn ich mag PES tatsächlich, ich mag PES schon ziemlich, ziemlich sehr eigentlich sogar, aber ich habe es bisher noch nie so richtig gespielt. Also klar, vielleicht mal hier und da mal ein Freundschaftsspiel, was weiß ich, ein bisschen getestet, dies, jenes. Mal, was weiß ich, habe ich tatsächlich schon mal gemacht, Champions League. Vorher orakelt, kann man quasi sagen. Aber so richtig eine Karriere oder so hatte ich hier noch nie gestartet. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie und was und wo. Aber ihr könnt mir da super gerne einfach mal Tricks reinschreiben und dann werde ich mich bemühen, die auch tatsächlich dann umzusetzen. Dann haben wir hier eine Jugendzentrale, also ich kann damit alles nichts anfangen, ich habe keine Ahnung. Hier sind wahrscheinlich einfach Jugendspieler, die wir trainieren sollen. Hier haben wir normales Training von unserer Mannschaft. Hier können Sie die Fähigkeiten zuweisen, auf die Spieler sich bei ihrer täglichen Trainingseinheit konzentrieren sollen. Ziehen Sie die verfügbaren Trainingsarten sowie die Attribute der jeweiligen Spieler in Betracht, um Trainingspläne zu erstellen, die den individuellen Anforderungen der Spieler gerecht werden. Okay, das ist ulreich, okay. Kann man die Spieler immer angucken, aber die sehen, also ich habe ja dieses Dings da reingemoddet, also dafür sieht's echt cool aus, ne? Spieler sehen nicht übel aus, alter Liberty. Dieses langgezogene Gesicht, lol. Aber ich find's so im Allgemeinen nicht übel. Hier kann man jetzt dann offensiver Torwart, defensiver Torwart, gezieltes Training. Ausgewogen, da kann man dann quasi so bestimmen, was die immer trainieren sollen, aber das machen sie anscheinend selber, oder? Wie habe ich das verstanden? Hier können sie Anweisungen für das Fähigkeitstraining geben. Nur Spieler mit den bestimmten Fähigkeiten können am Training teilnehmen. Hinweis, sie können nicht mehr als einen Spieler gleichzeitig trainieren und es gibt eine bestimmte Trainingsdauer. Eine gute Planung ist für effektives Training unabdingbar. Alles klar. Ja, wie gesagt, auch hierzu bitte Tipps in die Kommentare. Ansonsten will ich eigentlich nicht groß einkaufen jetzt im ersten Transferfenster. Ich würde einfach direkt mal weiter vorspulen, bis mal was passiert hier. Denn, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also ich kenne mich nicht aus, was ich hier jetzt machen sollte am besten. Wie gesagt, da möchte ich dann euch um Rat fragen. Aber ansonsten würde ich eigentlich im ersten Transferfenster keine Spieler kaufen. Der Kampf um den Titel des Wettbewerbs DFL Supercup beginnt bald. Ich und Hummels saßen gerade da bei der Pressekonferenz. Eine wichtige Partie gegen unseren Rivalen Borussia Dortmund. Schauen Sie sich an, welche Spieler infolge einer Teamrolle ihre Form verbessert haben. Spieler mit einer verbesserten Tagesform werden in der Strategie mit einem leuchtenden Tagesform-Symbol markiert. Okay, also da muss ich ein bisschen auf achten. Uli Hoeneß, grüß dich. Ich will, dass wir jeden Titel gewinnen, bei dem wir im Rennen sind. Ja, DFL Supercup inklusive. Gewöhnen Sie sich langsam ans Vereinsleben, Fragezeichen. Ich hoffe auf eine hervorragende Saison von Ihnen. Ich hoffe das auch, Herr Hoeneß. Das Gehaltsbudget, bla bla bla. Ja, ist doch in Ordnung. Also, das ist schon eine Stange Geld. Strategie, Verhandlungen, mein Team, Teamstatus, was kann ich hier nachgucken? Achso, Kaderzufriedenheit, bla bla bla, Vertrauen von Uli, bla bla bla.
Aber wir gucken jetzt erstmal, wen wir hier spielen lassen. Strategie. Wir gucken jetzt mal rein, wie die Mannschaft so aufgebaut ist. Ich möchte natürlich erstmal ein bisschen an den Aufstellungen arbeiten. Denn ich spiele immer gerne mit einem 4-3-3. Und da gibt es dieses 4-3-3 und dieses 4-3-3. Aber ich würde auf dieses mal setzen. Ballbesitz, kurze Pässe. Eher über die Außen, würde ich sagen. Stellungsspiel flexibel, da könnt ihr euch wirklich ein bisschen bewegen. Unterstützungsbereich, ja, doch, doch ein bisschen können wir da auf jeden Fall auch ne, ein paar mehr Punkte geben. Frühes Pressing, weit, aggressiv, natürlich. Abwehrreihe soll relativ hoch stehen. Kompaktheit eher ein bisschen auseinander. Und dann gucken wir einfach mal. Wir haben ja noch die und die. Das mal, da kümmern wir uns gleich drum. Neuer können wir tatsächlich spielen lassen. Das machen wir dann auch. Kimmich, Vidal, Thiago. Coman muss hier weg. Das ist Schwachsinn. Da haben wir Müller rein. Nein, das ist auch Schwachsinn. Über die hier an die Seite, Robben hier rüber. Ich würde das jetzt einfach mal so lassen, ganz ehrlich. Also, das würde ich jetzt mal so lassen. Dann gibt es natürlich die zweite Taktik noch hier. Da gucken wir jetzt einfach mal. Aufstellung ändern. Die zweite Taktik. Ah, da müssen wir es so lassen. Das passt schon. Das passt schon. Gut, dann würde ich einfach sagen, starten wir direkt mal rein. Eingestellt habe ich, kann man das hier sehen, auf Einstellungen. Hier habe ich einfach mal auf Profi und 12 Minuten. Da ich, ja, ich bin so lala mittlerweile, bessert sich ein bisschen, aber das ist in PES bin ich auf jeden Fall noch nicht so gut. Da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen gewöhnen. Und hier, wir müssen zeigen, was in uns steckt. Robben steht für FC Bayern und ich glaube, Sokratis ist das für Dortmund. Bayern gegen Dortmund, jetzt bei PES. So, los geht's. Bayern gegen Dortmund. Übrigens, wer meine Trainerkarriere noch nicht kennt, ich blende natürlich immer Tormusik ein für die jeweilige Heimmannschaft. In so einem Spiel wie heute, wie Bayern gegen Dortmund, es ist ja jetzt nicht in der Allianz Arena oder so. Das ist irgendein anderes Stadion, das habe ich nicht ausgesucht. Das ist ein anderes Stadion und auf jeden Fall werden da dann beide Tormusiken eingeblendet. Also egal heim oder aus, weil wir spielen ja quasi beide auswärts. Und ja, ansonsten probieren wir jetzt hier im DFL Supercup das erste Spiel unserer PES-Trainerkarriere. Bevor ich mich eigentlich überhaupt richtig auskenne mit dem Modus, probieren wir hier das Ding zu gewinnen und den Pokal zu holen. Ich finde PES ein cooles Spiel, allein diese Animation immer so zwischendrin, deswegen, weil ich gerade noch ein bisschen laber, lasse ich das einfach mal laufen. Und ihr könnt aber auch gerne reinschreiben, zum Beispiel so von wegen Neuer oder so. Wenn ihr sagt, okay, das wäre aber doof, wenn ich den benutze, weil der in echt ja auch nicht spielen kann, dann schreibt das auf jeden Fall. Dann werde ich mich darum kümmern, dass wir dann halt eben Ulreich benutzen. Und ansonsten bleibt das dann so. Und wir haben jetzt James Rodriguez drin und Javi Martinez. Die hatte ich vorher noch nicht drin, aber die sind jetzt einfach mal reingekommen. Ihr habt die Aufstellung ja gerade eben nochmal gesehen. Und jetzt geht's los in unser erstes Spiel. Let's go! Und die erste Chance, Lewandowski in der sechsten Spielminute. Bürki hält. Oh, ganz knapp. Aubameyang hier. Relativ frei. Ich weiß auch nicht, warum Aubameyang nicht bei Arsenal ist. Das hat irgendwie komischerweise nicht geupdatet. Also da können wir auf jeden Fall auch nochmal Tipps schreiben. Und ich habe gerade gesehen, dass Dortmund mit Weidenfeller spielt. Also ja, da habe ich mich auch gerade vertan. Nee, oder? Oh! Aber wie gesagt, also normal spielt er ja eigentlich bei Arsenal. Aubameyang, der hier wiederkommt und hier uns ein bisschen austrickst. Neuer ist nicht im Kasten. 1-0 Dortmund.
Da haben wir ganz schlecht verteidigt, weil ich gerade vielleicht am Labern war oder was auch immer. Castro macht das Tor in der 24. Minute, 0-1. Wie gesagt, keine Ahnung, wie das funktioniert, dass Aubameyang wechselt. Vielleicht kommt das auch noch, ich weiß es nicht. 1-0 auf jeden Fall jetzt für Borussia Dortmund. Wir müssen besser verteidigen. Das war schlecht. Ich habe den Torwart da unnötig rausgeholt. Ich dachte, Aubameyang zieht ab. Hat er nicht gemacht. Er tanzt mich da aus und ja, da war das Tor leer. Ich komme nicht mehr in den Ball. Castro muss nur noch reinschieben. 1-0. Und wieder muss der Torwart parieren nach einem Kopfball von Lewandowski. Diesmal sei es richtig, Weidenfeller hat da gut reagiert. Wieder über die rechte Seite mit Arjen Robben diesmal und Lewandowski probiert schon wieder per Kopf. Und schon wieder geht er nicht rein. Das ist echt schade. Aber was willst du machen? Aus der Ecke wurde auch nichts. Neuer! Großchance auch hier nach dem Ballverlust hier für Aubameyang, für Dortmund. Neuer pariert. Lewandowski! Lewandowski und Weidenfeller! Den muss man eigentlich machen. Bisschen Glück hier gehabt, aber er kommt dadurch. Und ja, Weidenfeller, klasse Tat. Gibt Gelb für Vidal. Meiner Meinung nach sehr überflüssig. Ich wollte nur zum Ball. Ich habe nicht mal auf Grätschen gedrückt eigentlich. Aber er hat sich da hingelegt, der andere Spieler fällt drüber. Und es gibt eine gelbe Karte. Jawohl! Diesmal macht's Lewandowski. Er macht's nicht per Kopf. Aber er trifft zum 1:1 in der 44. Spielminute. Schöner Laufweg von Ribéry. Kriegt den Ball hier nicht perfekt. Lewandowski steht trotzdem frei. Und er kriegt ihn perfekt. Diesmal kann Weidenfeller nichts machen. Kurz vor der Halbzeit gibt es hier noch den Ausgleich durch den bisher wirklich starken Robert Lewandowski. Ich dachte es nicht! Ich habe nicht damit gerechnet! Hab deswegen auch gar nichts gesagt dazu. Wir haben hier einen Freistoß bekommen. Und in der Mitte steht Boateng. Spiel gedreht. Und wir haben immer noch die erste Halbzeit. Alter, der geht ja bis auf den Boden runter. Der war ja auch eigentlich gedacht so als Direktabnahme und nicht Kopfball. Jerome Boateng, 45 plus 3, Halbzeit. Spiel nochmal gedreht. Ich habe echt ohne Scheiß, ne? Sonst sage ich ja immer, wenn ich so denke, ja, das könnte jetzt was werden, dann fange ich an zu reden, falls es nichts wird. Schneide ich es halt einfach raus und keiner hat es mitbekommen. Aber hier habe ich echt gar nichts angefangen zu reden. Einfach drauf losgespielt und auf einmal kommt da vor der Halbzeit noch das 2-1. Niemals mitgerechnet hätte ich damit. Niemals. Und Lewandowski! Lewandowski, sein zweiter Treffer heute, 65. Minute, 3:1 für die Bayern, für uns. Hier kam der Pass von Thiago, oder wer es war, Thiago Tolisso, ich weiß gar nicht, kann das jetzt gerade nicht erkennen, auf Lewandowski, der den hier wunderbar im Tor unterbringt. Und drin! Arjen Robben
77. Spielminute. Jetzt ist der Sack zu. Wir haben hier mit James Rodriguez einen richtig schönen Schuss hinbekommen. Weidenfeller nicht ganz auf den Beinen. Und Robben zieht direkt nochmal ab. Der Ball landet im Tor. Dortmund stellt auf volle Offensive. Dadurch natürlich hinten anfällig. Und das haben wir hier ausgenutzt. 4:1. Das ist meine Ansage bisher. Und 5:1. Es geht schon ins Unrealistische rüber. Aber ganz so unrealistisch ist es, finde ich, doch nicht. Denn Dortmund, wie gesagt, volle Offensive, Full Power nach vorne. 90 plus 2. Wir können da hinten bei denen machen, was wir wollen. Aber da stehen 2-3 frei. Lewandowski verfehlt, Ribéry bekommt, kann den annehmen auf der Brust und dann noch schön reinböllern. Im Rückraum standen auch 3-4 Bayern-Spieler noch. Also irgendwie lassen die uns da machen, was wir wollen. Also das ist, klar, ist ein 5-1 schon ein bisschen heavy, da wäre es 4-1 auf jeden Fall besser gewesen. Aber der Schiri hat nur laufen lassen und da rennen wir übers Feld. Trophäe erhalten. Wir sind in Meisterliga. In der Meisterliga haben wir mal gewonnen. Direkt das Spiel gegen Dortmund. Also ein 4-1 wäre es ja auf jeden Fall geworden. Das wollte ich jetzt noch sagen. 4-1 wäre es auf jeden Fall geworden. Und die haben uns halt einfach noch machen lassen. In den letzten paar Minuten. Dadurch haben wir schon nach der Nachspielzeit, also ich glaube, es gab eine Minute Nachspielzeit und wir haben 90 plus 2 noch das 5-1 gemacht. DFL Supercup Gewinner ist der FC Bayern München. Schöne Bilder zu sehen. Volle Spielzeit. 5:1. Wir hatten mehr Ballbesitz. Wir hatten mehr Schüsse aufs Tor. Wir hatten weniger Fouls, wir hatten deutlich mehr Pässe, bla bla bla. Also es war 4-1, wäre verdienter gewesen, aber ich will da nicht drum rumreden. Wenn die anderen einfach nicht verteidigen, dann ist das so. Superpokal gewonnen, 5:1, unser erster Sieg in der Meisterliga. Das ist auf jeden Fall nice. Und jetzt geht's direkt weiter zum ersten Bundesligaspiel und zwar gegen den ersten FC Köln. Was ist das jetzt hier? Thiago, kluger Spieler. Aha. Was sagt mir das jetzt? Ach, er hat eine neue Teamrolle, kluger Spieler angenommen. Ja, das ist toll. Glückwunsch, Sie haben den DFL Supercup-Wettbewerb gewonnen. Ja, nice, dankeschön. Die Liga geht endlich los. Vor uns liegt eine lange Saison. Aber ich will, dass wir von Anfang an Gas geben und mit einem Sieg starten. Der Titel des Wettbewerbs DFL Supercup war ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Das Team ist völlig aus dem Häuschen. Ja, 5-1 gegen Dortmund ist schon, das schmeckt schon. Aber gut, das werden wir hoffentlich noch verbessern. Wir haben im Trainerbüro was. Trainerkarriere, was ist das? Hier können Sie über Ihre bisherige Karriere nachdenken und planen, wie sie sich zukünftig entwickeln soll. Über die Einstellung Mein Lieblingsspieler können Sie die Spieler wählen, die Ihnen am wichtigsten sind. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dies nur einmal pro Jahr möglich ist. Okay, dann warten wir damit. Siegessammlung, DFL Supercup. Nice. Da haben wir den ersten Pokal nach Hause, nach München gefahren.
Gut, ich sehe, wir haben dann das Spiel gegen Köln und dann tatsächlich schon wieder gegen Dortmund. Halt in der Bundesliga auswärts. Aber da geht es dann direkt wieder gegen Dortmund ran. Dann die Auslosung der UEFA Champions League Gruppenphase. Und dann haben wir das Spiel gegen Freiburg. Und dann werden wir sehen, ne, was die Champions League so bietet. Hier erster Spieltag der Champions League. Dann gegen Leverkusen, bla bla bla. Also, ich hab mega Bock. Ich hoffe, ihr habt auch mega Bock. Die Karriere wird wirklich mega, mega cool. Und ja, wie oft die jetzt kommt, was auch immer, das, wer es noch nicht weiß, am Video vom im Video von Dienstag, Mittwoch oder sowas, ich weiß nicht genau, wann ich das hochgeladen habe. Da habe ich ein bisschen über meinen Kanal geredet, wie es weitergehen wird. Deswegen gibt es keinen festen Uploadplan. Wer das Video noch nicht gesehen hat, der kann sich das auf jeden Fall angucken. Ich kann das auch nicht in der Infocard verlinken, das erkläre ich auch in diesem Video. Aber auf jeden Fall denke ich, wir kriegen das schon hin, dass wir diese Karriere auch einfach auf ungefähr 50 Folgen bringen. Ich weiß nicht, wie schnell wir hier durchkommen, welche Möglichkeiten es hier gibt, ob wir eine Saison machen, mehrere Saison machen, Saisons. Ich schätze aber schon, dass es so zwei werden. Und ja, die Trainerkarriere bei FIFA wird ganz normal weiterlaufen, wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Und ansonsten, wie gesagt, Tipps bitte, bitte in die Kommentare. Ich bin ein Anfänger, was PES angeht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how. Flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda. Now goodbyes, feel like a title.